Heute stelle ich dir ein brandneues Plugin meiner Lieblingsfirma Baby Audio vor, den Parallel Aggressor. Bleib dran! Hallo, ich bin Martin und auf diesem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic. Meine Lieblingsfirma Baby Audio hat ein neues Plugin rausgebracht, den Parallel Aggressor. Und den werde ich mit dir jetzt in Echtzeit testen. Das heißt, ich habe ihn noch nie vorher angetestet. Ich habe jetzt so eine Beta-Version hier zugeschickt bekommen. Und weil ich bekennender Bedienungsanleitungsleser bin, gehe ich jetzt mit dir erstmal durch, was dieses Plugin kann, für was es gedacht ist. Und dann checken wir es direkt zusammen an. Also der Parallel Aggressor, ich habe es mir vorhin schon mal durchgelesen, ist ein Plugin, dass du direkt in deinen Stereo-Out- oder Master-Fader einsetzt. Und dieses Plugin splittet dann deinen Stereo-Out oder deinen kompletten Mix in drei verschiedene Spuren auf sozusagen oder in drei verschiedene Signale auf, besser gesagt. Das siehst du hier unten in das Dry-Signal, also dein originales Signal, in das Spank-Signal, ein sehr stark komprimiertes Signal und in ein Heat-Signal, ein sehr stark saturiertes eine sehr stark saturierte Kopie deines Signals. Also, so wie sie es beschreiben, machen wir es jetzt mal, beziehungsweise hier unten ist noch so eine, genau, hier ist nämlich eine sehr coole Bedienungsanleitung, und zwar wie du Schritt für Schritt vorgehen sollst. Hier steht Workflow. Und das machen wir jetzt einfach mal. Balance the three parallel signals from the main level mixer. Das heißt, du hast hier komprimiert, spank, dry, dein Mix wie er ist, und heat, den Mix mit starker Bandsättigung. Ja, damit es jetzt nicht zu theoretisch wird, fahren wir jetzt gleich hier in meinen Mix rein. Ich lade dieses Plugin in meinen Mixbus hier rein. Das ist von Baby Audio und heißt Parallel Aggressor. Genau. Das ist hier mein Stereo Out oder Master Fader. Hier läuft also mein kompletter Mix durch. Ich muss dazu sagen, dass ich mit der Top-Down-Mixing-Methode arbeite. Das heißt, ich lade im Prinzip immer schon Plugins in meinen Master Fader, bevor ich überhaupt Einzelspuren anfasse. Deswegen musste ich hier ein bisschen drehen am Schluss. Ich habe also meinen Kompressor rausgenommen und meine Bandmaschine, meine virtuelle Bandmaschine, durch die ich schon durchgemixt habe, weil das ist ja das, was das Plugin hier macht. Und jetzt haben wir hier diesen Parallel Aggressor. Was du hier siehst, ist jetzt also komprimiertes Signal, trockenes Signal und gesättigtes Signal. Und wie wir jetzt sehen hier im Workflow, sollen wir also anfangen, diese drei parallelen Signale auszubalancieren. Die können wir hier solo schalten. Ja? Und jetzt balanciere ich mal aus, wie ich die zusammenmischen soll. Also diese drei Signale sollst du zusammenmischen. Wir hören hier mal rein. Lass mal aus, mach dann an und dann versuche ich so ein bisschen auszubalancieren. Sehr stark komprimiert, ne? Komprimiertes Signal. Mein eigener Mix hier, also trocken. Und hier der gesättigte Mix, fahre ich jetzt auch so weit rein, wie es mir gefällt. Wir hören schon mal, dass sich ein bisschen was tut. Ich gehe mal wieder zur Bedienungsanleitung. Use the spank and heat knobs to dial up the firepower of the Parallel Engines. Das heißt, diese beiden Knobs hier, Heat and Spank, also Kompression und Bandsättigung, die sollen wir jetzt reinfahren, und zwar relativ stark, so dass sie fast die orangene Linie hier erreichen. Ja, dass wir hier die Sättigung und die Kompression so weit reinfahren, dass es sich gut anfühlt und dass wir wirklich hören, dass sich der Mix besser anhört oder dass er durch den Einsatz dieses Plugins gewinnt. You smile, then you change, and you don't cry anymore. Every move.
Also man merkt schon eine deutliche Klangfärbung. Es ist mehr Kompression drin, es ist mehr Sättigung drin. Es kommt jetzt natürlich immer darauf an, wie du hier diese Signale hier reinfährst, also komprimiertes Signal oder Bandsättigung. Und es gibt natürlich noch die Möglichkeit, hier jetzt Feineinstellungen vorzunehmen. Das siehst du auch hier. Und zwar Solo-Buttons habe ich schon jetzt hier eingesetzt. Das heißt, komprimiertes Signal, gesättigtes Signal kann ich alleine abhören. Und das Auto-Gain hier sorgt dafür, dass dein behandeltes Signal, würde ich schon sagen, also dass das Signal, das hier den Parallel Aggressor durchläuft, dass es nicht lauter ist oder dass deine Ohren nicht ausgetrickst werden und einfach nur das Signal letztendlich lauter wird, sondern dass du auch wirklich, es passt die Lautstärke im Prinzip an so ein Auto-Gain, genauso wie es da steht. Und jetzt kann ich hier natürlich auch noch switch between the different color schemes by clicking. Und genau, ich kann jetzt hier natürlich noch die Feinheiten einstellen und die probieren wir auch nochmal durchzugehen. Also wenn ich jetzt hier reingehe, kann ich hier, wenn du hier drauf bleibst, dann kommt, glaube ich, auch so eine Kurzbeschreibung immer. Genau, extra Punch. Vielleicht machen wir einfach mal das Schlagzeug-Solo. Mehr Kompression, more Smack, wahrscheinlich kommt jetzt die Snare Drum nach vorne. Mal beide. Also du kannst durch Punch und Smack kannst du Punch, ich denke mal, dass du im Low-End, Tief-Mitten, Tiefen, dass du hier mehr Punch bekommen kannst, sprich Bassdrum, Bassbereich, dass die mehr Druck bekommen, dass sie fetter machen kannst. Und Smack hat man jetzt deutlich gehört, als ich dass die Drums solo habe laufen lassen, dass die Snare Drum mehr nach vorne kommt. Hier hast du jetzt noch einen Low-Cut-Filter. Das heißt, du kannst bestimmen, ab welcher Frequenz der Kompressor überhaupt greifen soll. Manchmal ist es problematisch, wenn du einen Mix hast, der sehr, sehr viele tieffrequente Anteile hat, dass der Kompressor die dann mitnimmt und dass die Kompression dann nicht so läuft, wie du das eigentlich gerne möchtest. Und deswegen kannst du einstellen, ab welcher Frequenz der Kompressor greifen soll. Ja, das heißt, du kannst Frequenzen, tiefe Frequenzen ausblenden. Aber in diesem Mix ist das jetzt hier, denke ich mal, eher nicht der Fall, weil ich habe ja nicht so viele tieffrequente Anteile. Wir gehen mal hier weiter rüber zum saturierten Bereich, zur Sättigung. Extra hot fährt er wahrscheinlich noch mehr Sättigung rein in irgendeiner Form. Weiß nicht genau, was er da macht, aber es klingt irgendwie mehr offener, wie wenn er noch mehr in die Sättigung gefahren wird, bei so einem analogen Mischpult, wenn er so leicht in die Sättigung gefahren wird, also leicht übersteuert. Könnte man jetzt mutmaßen, hier ist wieder High-Pass-Filter und Low-Pass-Filter. Probieren wir das auch nochmal aus. High-Pass-Filter wird bei dem Mix wahrscheinlich nicht besonders viel Sinn machen. Okay, so gefällt es mir jetzt ganz gut. Ich habe so gemacht, wie es in der Bedienungsanleitung stand. Ich habe also erst diese Levels hier eingestellt, das heißt den Mix zwischen meinem trockenen Mix, dem komprimierten Mix und dem gesättigten Mix eingestellt. Dann habe ich hier eingestellt, wie stark der komprimierte Mix oder wie heftig der komprimierte Mix und der gesättigte Mix dazu gefahren werden soll. Also bis kurz vor der orangenen Linie schreiben sie in der Bedienungsanleitung. Ich habe mehr Punch und mehr Smack gegeben. Autogen hat er selber gemacht und ich habe dann auch nochmal mehr gesättigt. Und jetzt schalten wir mal direkt zwischen dem Mix her, den ich mit dem Parallel Aggressor bearbeitet habe und dem trockenen Mix. Wir lassen ihn erst aus und machen dann an. Then you change, and you don't come.
Also, das Teil macht auf jeden Fall ordentlich Alarm. Es klingt voller, es klingt blumiger, satter, fetter auf jeden Fall und es ist recht schnell eingestellt und du hast doch mehr Möglichkeiten als mit so einem One-Knob-Plugin, wo du nur an einem Drehregler rumdrehen kannst und dann soll dein Mix besser werden. Also du hast mehr Einstellungsmöglichkeiten. Alles in allem finde ich diesen Parallel Aggressor jetzt auf den ersten Blick recht überzeugend. Du lädst ihn dir in den Mixbus. Du hast relativ viele Einstellungsmöglichkeiten, deinen Mix durch Kompression fetter zu machen und durch Bandsättigung, analoge Bandsättigung, satter zu machen, blumiger zu machen, mehr Obertöne hinzuzufügen, diese analoge Bandsättigung zu simulieren. Das fand ich jetzt auf den ersten Blick auf jeden Fall überzeugend. Was gefehlt hat, waren die 25 versprochenen Presets, die jetzt nicht dabei waren für mich als Beta-Tester. Wenn du dir das den Parallel Aggressor kaufst, dann sind die auf jeden Fall dabei. Und das zeigt, wie viel du mit Bandsättigung und wie viel du mit Kompression aus deinem Mix rausholen kannst. Was allerdings noch viel wichtiger ist, ist meines Erachtens die Arbeit mit dem Equalizer und insbesondere, was wichtig ist, ist, dass du die Frequenzbereiche kennst, die Probleme machen. Insbesondere sind das 6 Frequenzbereiche und die solltest du kennen. Wenn du sie nicht kennst, dann empfehle ich dir mein PDF 6 Problemfrequenzen, den habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du sie dir runterladen und da erkläre ich dir genau, was für Problemfrequenzen das sind und wie du sie vermeiden kannst, beziehungsweise wie du sie bearbeitest, wenn sie Probleme in deinem Mix machen. Wenn dir dieses Tutorial gefallen hat, diese Review, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben oder über einen netten Kommentar und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann.